Es geht los mit einem neuen Format auf diesem Kanal. Oft gibt es ja Fragen von jeglichen Leuten, warum bist du Fan von dieser Mannschaft? Oder warum bist du Fan von dieser Mannschaft? Und genau darum soll es in diesem Format gehen. Es gibt eigentlich immer so einen ausschlaggebenden Punkt, warum man Fan ist von der einen Mannschaft. Wie hat man diese Liebe zu dem Verein entdeckt? In diesem Video geht es um meine Geschichte. Wie wurde ich Fan von meinem Lieblingsfußballverein? Wenn ihr Bock habt und auch eine coole Geschichte habt, wie ihr Fan wurdet von eurem Lieblingsverein, dann schreibt mir doch einfach bei Instagram oder schickt mir eine Sprachnotiz bei Instagram. Ich bastel mir das denn zusammen. Ich werde natürlich die Tonaufnahmen nicht veröffentlichen. In diesem Format geht es mir nur darum, um die Geschichten der Menschen, weil viele Leute nicht verstehen können, dass sie Fan sind von einer Mannschaft, die irgendwie in der fünften Liga umherdümpelt. Weil irgendwann hat man ja sein Herz verloren an diesen einen Verein, den man bis an sein Lebensende die Treue halten wird. So unterschiedlich wie wir Fußballfans angeblich sind, vereint uns eins gemeinsam, und zwar die Liebe zu unserem Fußballverein. Egal, ob es jetzt irgendwelche Rivalitäten gibt, man den Verein nicht mag, im Großen und Ganzen verbindet uns eine Sache, die Liebe zu unserem Verein. Und das würde ich gerne in diesem Format so ein bisschen zelebrieren, weil das kommt meistens ein bisschen zu kurz. Es gibt viele Videos mit Rivalitäten. Auch ich habe darüber Videos gemacht. Aber ich habe mir gedacht, Fußball ist doch viel mehr als nur das. Das Grundlegende am Fußball ist die Liebe zu unserem Verein. Dass wir zu den Spielen reisen, auswärts, heim. Genau darum soll es gehen. Und wir legen los mit meiner Geschichte. Wie wurde ich Fan von Hertha BSC Berlin? Los geht's. Als ich 6 Jahre alt war, war ich eigentlich Bayern-Fan. Nicht, weil ich wirklich viel über den Verein wusste, sondern weil ich einmal im Türkei-Urlaub ein Trikot geschenkt bekommen hatte. Es war ein gefälschtes Bayern-Trikot. Aber für mich, als kleiner Junge, war es das coolste Kleidungsstück überhaupt. Ich hatte keine Ahnung von den Spielern oder den Spielen. Ich fand einfach das Trikot toll. Aber das sollte sich bald ändern. An einem Tag, den ich nie vergessen werde. Es war der 7. April 1997 und mein Vater nahm mich mit zu meinem ersten richtigen Fußballspiel. Wir fuhren ins Olympiastadion in Berlin, um Hertha BSC spielen zu sehen. Schon auf der Fahrt dorthin war ich aufgeregt. Überall waren Menschen in Blau-Weiß mit Schals und Fahnen und alle schienen so glücklich und gespannt zu sein. Mein Vater erzählte mir, dass Hertha eine großartige Saison spielte und kurz davor stand, in die Bundesliga aufzusteigen. An diesem Tag sollten sie gegen den ersten FC Kaiserslautern spielen und es war ein ganz besonderes Spiel, das Spitzenspiel der Saison. Als wir aus der U-Bahn kamen, sah ich das riesige Olympiastadion zum ersten Mal. Es war gewaltig und beeindruckend, wie ein riesiges Schloss für Fußball. Mein Vater sagte, das Stadion sei seit langer Zeit mal wieder ausverkauft. 75.000 Menschen wollten dieses Spiel sehen. Und als wir hineingingen, konnte ich das richtig spüren. Es war so voll, dass wir keinen Sitzplatz mehr fanden. Stattdessen saßen wir auf den Treppen, eng aneinander gedrängt zwischen all den anderen Fans. Es war kalt und ich erinnere mich, dass ich fror, aber das war mir egal. Alles um mich herum war so aufregend, so neu. Dann pfiff der Schiedsrichter das Spiel an, aber es war nicht das Geschehen auf dem Platz, das mich in seinen Bann zog. Es war die Atmosphäre, die mich komplett einnahm. Die Menschen um mich herum sangen, jubelten und schrien. Ihre Begeisterung war fast greifbar. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Und obwohl ich nur wenig verstand, was auf dem Rasen passierte, fühlte ich mich als Teil von etwas Großem und Bedeutendem. Hertha spielte mit Leidenschaft. Und als Axel Kruse das 1-0 für Hertha schoss, brach das Stadion in einem ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Menschen sprangen auf, schrien vor Freude. Und ich war mittendrin, überwältigt von der Euphorie, die mich wie eine Welle erfasste. Ich sprang auf, klatschte und jubelte mit, obwohl ich kaum verstand, wie wichtig dieses Tor wirklich war. Für mich war das Spiel auf dem Platz fast schon Nebensache,
Es war diese unglaubliche Stimmung, die mich in ihren Bann zog. Es war, als hätte ich in diesem Moment die Magie des Fußballs zum ersten Mal wirklich gespürt. Auf dem Heimweg konnte ich an nichts anderes denken. Mein Vater erzählte mir, wie wichtig der Sieg war, dass Hertha nun kurz davor stand, in die Bundesliga aufzusteigen. Aber für mich war das nicht das Entscheidende. Ich hatte an diesem Tag etwas viel Wichtigeres entdeckt. Die Liebe zu einem Verein, zu Hertha BSC. Es war, als hätte ich mein Herz an diesem kalten Aprilabend an den Fußball verloren. In den nächsten Jahren ging ich oft mit meinem Vater ins Olympiastadion. Ich erlebte Siege und Niederlagen, sah Hertha in der Champions League gegen Chelsea und im DFB-Pokal gegen Tebe Berlin spielen. Und jedes Mal, wenn ich das Stadion betrat, fühlte ich dieses Kribbeln im Bauch, diese Aufregung, die nur Fußballfans kennen. Egal, ob wir gewannen oder verloren, am Ende zählte nur eins. Das war die Geschichte, wie ich dazu kam, Fan von Hertha BSC zu werden. Schreibt mir runter in die Kommentare, was ist euer Herzensverein? Und wenn ihr Lust habt, lasst mir doch gerne eure Geschichten zukommen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.